Herr Kaltschmidt, warum brauchen wir im Gesundheitswesen Arzneimitteltherapiesysteme? Die Literatur zeigt uns, dass doch einige Prozesse schieflaufen, gerade in dem Bereich, und dass man hier einiges verbessern kann und das Wissen in die Fläche bringen kann man in meinen Augen nur mit IT-Lösungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass IT-Lösungen geprüft gehören, bevor sie in den breiten Einsatz kommen. Deswegen sind wir sehr glücklich, eine enge Kooperation zu haben mit dem Universitätsklinikum Heidelberg. Dort können wir die Innovation entwickeln, testen, klinisch ausprobieren sozusagen, den Effekt validieren und dann über die Dosen GmbH in der Fläche verbreiten. Was sind denn die Herausforderungen dabei, die zu dem Bedarf an Testen führen? Geht es da um das Alerting, Overalerting? Overalerting ist natürlich ein großes, wichtiges Stichwort. Jahrelang hat man versucht, Regeln sozusagen zu präsentieren, in Algorithmen zu packen und dem Arzt zu visualisieren. Heute weiß man, dass die Flut von Alerts dazu führt, dass wir das Alert-Fatigue haben. Und das ist ein großes Gebiet, wo wir uns tummeln, dass wir sagen, wir sind sehr bemüht, nicht zutreffende Interaktionen zum Beispiel auch nicht anzuzeigen. Als ein Beispiel kann ich vielleicht aufführen, wenn ich zwei Arzneimittel gleichzeitig einnehme und ich weiß, es gibt einen Magenkomplex und ich habe da einen Wirkungsverlust des einen, muss ich natürlich den Arzt warnen, wenn die verschrieben werden. Ich muss den Arzt aber nicht warnen, wenn ich die Einnahmezeitpunkte kenne. Und die kenne ich natürlich, wenn ich das Wissen in Verbindung mit einer elektronischen Kurve einsetze. Ähnliches Beispiel, wenn ich den Applikationsweg kenne. Wenn dieselben zwei Arzneimittel, die im Magen klumpen, oral und IV gegeben werden, muss ich den Arzt nicht mit dieser Warnung konfrontieren. Und ich glaube, da liegt unsere Stärke drin, dass wir dieser Krankheit oder diesem Problem des Alert-Fatigue versuchen anzugehen. Auf der einen Seite wissenschaftlich mit dem Kooperationspartner Universitätsklinikum Heidelberg, auf der anderen Seite auch wirklich in praktischen Lösungen, indem wir mit den Partnern, die wir haben, strukturierte Daten entgegennehmen und die bei der Wissensgenerierung berücksichtigen können. In welcher Form oder über welchen Weg bieten Sie denn Ihre Lösung im Markt an? Wir haben verschiedene Wege. Ich persönlich bin Freund von einer schleichenden Einführung. Das heißt, ich gehe davon aus, jedes Krankenhaus sollte erstmal flächendeckende Arzneimittelinformation haben. Also Kampf der Bücher sozusagen. Wir brauchen ein elektronisches System, flächendeckend. Es muss individualisiert sein auf das Haus, was relativ einfach ist. Es wäre also unsere Lösung Nummer 1, der Webdienst. Lösung Nummer 2 wäre, die Schnittstellen abzudecken. Das machen wir dann mit Partnern zusammen, dass wir sagen, bei der Anamnese passieren sehr viele Fehler, da brauche ich ein Switch-Modul. Beim Entlassen gibt es Gesetze, § 115c, der Medikationsplan, großes Thema, ist sehr wichtig für den Patienten. Das wäre für mich die zweite Stufe. Und die dritte Stufe wäre wirklich die Überprüfung der ständigen Verordnung, der ständigen medikamentösen Therapie. Hier sind wir dann auch eher im Hintergrund und lassen das Feld, die Oberfläche unseren Partnern, den KISS-Herstellern als Beispiel, Cerner mit ISAMED oder Amed One mit der Telekom, wo wir mit unserem Wissen im Hintergrund prüfen und bei Bedarf in den Vordergrund treten und dann eine auf die Situation zugeschnittene Meldung anbieten. Wie binden Sie ID Klinik in die KISS-Lösungen ein? Wir setzen auf aktuelle Lösungen. Wir verwenden fast nur Web-Services. Es sei denn, wir dürfen auch mit der Oberfläche in den Vordergrund kommen. Das ist vor allen Dingen zum Beispiel beim Anamneseprozess wichtig, wo nicht nur das Wissen gefragt ist, sondern auch eine Workflow-Unterstützung. Da gehen wir auch mit unserer Oberfläche in den Vordergrund und die ist webbasiert, insofern jederzeit sehr einfach einbindbar.